Und der MTV Allianz Stuttgart ist der klare Favorit in der Tabelle, aktuell die 2. Und trotzdem ist es ein Finale und es kann viel passieren in so einem Finale. Absolut, also bei 18-18 im vierten Satz war ja absolut nochmal die Chance da, auch in die Verlängerung zu gehen. Entschuldigung, ich musste den ersten Punkt nochmal genießen. Von daher, wenn sie einfach diese zwei Sätze nochmal mitnehmen, mit der Qualität, mit der sie da agiert haben, dann wird das ein sehr, sehr, sehr interessantes und hochwertiges Finale heute. In diese Volleyballwelt. Das Aushängeschild. Und jetzt MTV Stuttgart. So, Lazaro darf wieder verteilen. Dann sind die Bockhände das nächste Mal davor. Ja, Tempo reingebracht von Lazaro. Und dann ist es Cekunal. Funktioniert super, also es war ein sehr, sehr schneller Einbeiner. Der Mittelblock hat überhaupt gar keine Chance hinterherzukommen. Im 1 gegen 1 ist dann eine einfach für Checo, den auch zu verwandeln. Ja, entschlossen. Der ist die nächste, genau auf die Platte. Dann geht's wieder über die Mitte, aber die Backhände sind das erste Mal da. Von Bruder Morissette. Darauf hat sie gewartet. Auch ganz oben mit dabei, was das Blocker-Ranking angeht in der Liga. Ist da früh, was kommt. Ja, und dann sind die Blocker das zweite Mal davor. Wieder gegen Kopponen. Blockpunkt Nummer 2 für Elin Timmermann. Das holländische Trio bei Stuttgart. Angeführt von Bongartz. Und dann eben noch mit Knollemar. Jetzt sind die Blocke immer davor. Also auch verteilt wieder raus zu Kokonen. Rivers ist da. Dritte Chance. Gut gespielt. Und wieder geht der lange Ballwechsel an Potsdam. Der MTV lässt dann auch keine Möglichkeit ungenutzt, weiterhin davon zu ziehen. Ja, ja, man sieht es schon. Mit Rudiger Gutierrez rein in diesen zweiten Satz. Guter Annahme, Abwehrkontakt. Ja, und so kann es doch gehen, auf Potsdamer Sicht. Im ersten Satz hat Justine den auch quasi weggebaggert und jetzt sieht man ihre Qualitäten und das wird elementar sein, um Stuttgart da irgendwas entgegenzuhalten. Du kannst Selbstvertrauen geben. Overpass. Nächste Breakmöglichkeit. Natürlich geht es wieder über Rivers, die bekommt ihn jetzt mal nicht durch. Ja gut. Aber dann eben über den zweiten Bildungsweg. Muss sich was einfallen lassen. Sie findet noch keinen richtigen Zugriff aufs Spiel. Außenangreifung von Potsdam. Hat sich da natürlich auch nicht leicht gegen Kristin und Elina. Das kann man eben nicht hoch genug anrechnen. Kokonen, nächste kleine Annahme, Wackler. Und Stuttgart wird die nächste Breakmöglichkeit bekommen. Bongartz da verteilen. Blockhände sind davor. Wilder Sicherungskontakt. Und auch der geht nochmal weiter. Jetzt Ruhe reinbringen. Ja, schaffen sie. Ja, es ist unfassbar. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich, was hier schon wieder abgeht. Peter Kiss, ja, guter Aufschlag, kurze Variante. Bongartz, ja, Blockhände sind davor, aber wir müssen einmal kurz über den Kontakt reden. Sie schmeißt ihn sich quasi fast auf die eigene Seite zurück. Ja, sie haben sie noch gut reagiert. Also der Ball musste dann auch rüber, weil es dann nicht mehr so wirklich Leider nicht mehr mit dabei. Gewertet wird.
Am Ende ist wichtig, dass sie quasi mit diesem Block den Fehler wieder macht. Name Kontakt passt, dann geht's über die Mitte. Und Monique Strobel stellt auf 25-19 Stuttgart 2-0 vorne. Rein geht's in diesen dritten Satz mit Monique Strobel. Ich muss nichts mehr zu sagen, weil so langsam gehen dann auch mir die Superlativen aus. Sie ist drauf und dran, dieses Pokalfinale hier mit 80% zu beenden. Für diejenigen, die nicht allzu viel Volleyball schauen. Das sind Quoten, die spielst du vielleicht ein einziges Mal in der Saison. Und Crystal River spielst in einem Pokalfinale. Ja, jetzt kriegen sie mal. Zumindest so ein bisschen in den Griff. Aber da müssen sie mehr draus machen. Das ist genau das, was ich meine mit dem mehr Risiko nehmen. Sie müssen jetzt diese Punktchancen auch für sich nutzen. Genauso. Schön, dass Toni da vorangeht. Ich denke, sie ist die Erfahrene jetzt auf dem Spielfeld und muss das an sich ziehen. Selbstvertrauen auf den anderen gegenüber ausstrahlen. Toni Storz, 2021 schon hier in Mannheim, vertraut ihr. Und sie rechtfertigt das Vertrauen. Nächste Breakmöglichkeit. Bongards da verteilen. Ja, auf die wie eben angesprochene Knolle mal. Und die setzt dieses Ding die Linie runter einmal. Hamlet vor die Füße. Der ist wieder lange in der Luft. Ja, Bongards kommt auch drunter. Der Winkel wird schwierig, aber nicht unmöglich. Und der hat dann die bessere Länge. So, wie kommt man denn, darf sich auch nochmal aufs Scoreboard eintragen. Rosa macht sich sehr, sehr lang. Bongards. Annahme Kontakt von Staudt ist nochmal gut. Die Blockhände sind davor, das hätte eigentlich gepasst. Geht über Crystal Rivers. Na, die schafft es fürs Erste nicht, dieses Finale hier zuzumachen. Aber sie bekommen Chance Nummer 2. Auch der soll es noch nicht sein. Na, wir bekommen nochmal Spektakel hinter raus. Zuspiel ist nicht gut von Bongards. Und da darf Mannheim nochmal ein bisschen stehen bleiben. Viel drin gewesen in den Ballwechsel. Wir und Rosa nehmen viel Feld in der Annahme. So, nächste Chance und der ist es dann jetzt. Der TVV-Pokalsieger 2024 bei den Damen kommt mal wieder aus Stuttgart. Alle Spiele live und auf Abruf bei deinen